Die Erfahrung des Ich-Seins ist aufs Tiefste verwoben mit der Erfahrung des Todes. Einmaligkeit ist eine Weise der Erfahrung von Zeitlichkeit. Sie wird uns zur Erfahrung, vor allem in der Erfahrung des Verlustes und des Vorbeiseins. So reden wir von der Einmaligkeit des Augenblicks, der nicht wiederkehrt. Auch dies in der Voraussicht des der Nichtwiederkehr und in der Erfahrung der Unwiderruflichkeit des Vorbei. An solcher Einmaligkeit hat die Person in vorzüglichem Sinne teil. Ihr Ich-Sagen birgt das Geheimnis der eigenen Endlichkeit. So sehe auch das Ich, indem es Ich sagt, seiner eigenen Selbstheit inne ist und sich auf eine rätselhafte Weise mit dem Ganzen seiner Geschichte und seines Schicksals zusammenschließt, es bleibt doch in der ganzen königlichen Freiheit seines Selbstbewusstseins, seiner eigenen Endlichkeit gewiss. Was heißt angesichts dessen die Größe einer Person? Vielleicht ließe sie sich am besten dadurch beschreiben, dass man ihre Amplitude ins Auge fasst. Das heißt, bedenkt, was alles sie bewältigt, in sich vereinigt und hinter sich gebracht hat. Das ist dann freilich keine moralische Größe im Sinne der Liebe oder Verehrung, die solche Größe aufbaut. Es ist eher wie die Größe einer Gunst, die einem Leben gewährt war. Und doch kommt auch die größte Person über das Bewusstsein ihrer Einmaligkeit und Endlichkeit nicht hinweg. So hat Goethe, gewiss einer der Menschen mit der größten Amplitude seines eigenen Wesens und im inneren Bewusstsein seines eigenen Reichtums, in einem denkwürdigen Gespräch über die Unsterblichkeit der Seele und über ihr Fortleben nach dem Tode spekuliert. Er berief sich dafür auf den Begriff der Entelechie, wie er ihm durch Leibniz und Herder nahegekommen war, und suchte sich selbst von der Unerschöpflichkeit der Möglichkeiten her zu begreifen, die die Natur in der Einmaligkeit einer Person angelegt hat, und versuchte von da aus sein Fortleben, die Erwartung seines eigenen Fortlebens, zu begründen. Man mag streiten, was ein solches Denken über sich selbst eigentlich bedeutet, wie weit darin christliche Vorstellungen sich umsetzen oder das innere Kraftgefühl einer noch ganz im Leben stehenden Natur sich schlicht ausspricht. Aber die Basis des Ganzen ist gewiss etwas, was in jeder menschlichen Selbstbesinnung begegnet. Ein Urwissen um die eigene Individualität. Ich kann hier die reiche metaphysische Geschichte nicht darstellen, die dieser Urgedanke der Individualität gerade auch in seinem Verhältnis zum Gottesproblem durchlaufen hat. Für uns alle besitzt er aber eine unmittelbare und eine lebendige Bezeugung. Nicht nur in der Erfahrung des Verlustes und der Verklärung des Abschiedes, in der einem der andere in der Einmaligkeit seines Wesens zu einer ideellen Ewigkeit wird. Jeder von uns kennt diesen einem eben Verstorbenen zugewendeten Gedanken, in dem er nicht erst durch eine christliche Verheißung,
sondern schon in der eigenen inneren Erfahrung alle seine Zufälligkeiten abgestreift und in die Einheit seines Wesens gleichsam verewigt ist. Aber auch unsere eigenen Entscheidungen lassen uns ständig unserer eigenen Einmaligkeit begegnen, heraustreten können, heraustreten müssen aus dem, was als das gemeinsame Aller von zwingender Geltung scheint, macht das tiefste Geheimnis einer Person aus. Wenn Luther auf dem Reichstag zu Worms sagte, hier stehe ich, ich kann nicht anders, so hatte ein solches Wort nicht nur die imponierende Wucht einer unbedingten Entschiedenheit, nicht nur die Unbedingtheit eines sittlichen Gefühls, in die sich der Einzelne hineinsteigert, das ist immer auch von dem Verdacht bedroht, dass er sich seiner eigenen Einzigartigkeit als Person gleichsam gewiss werden will. Heinrich von Kleists Michael Kohlhaas etwa gibt uns das tragische Gemälde einer solchen bis zur großartigen Selbstzerstörung auf sich bestehenden Person. Aber die wahre Einmaligkeit der Person beruht nicht allein auf solcher inneren Selbstgewissheit. Luthers berühmtes Wort will wörtlicher verstanden sein, dass er wirklich nicht anders konnte und nicht, dass er sich stolz darauf berief. Das macht den tiefen Sinn seines Wortes aus. Darin aber liegt, was wir mit Recht die Einmaligkeit der Person nennen dürfen, dass sie damit nicht sich selbst meint, sondern gerade dem Gemeinsamen zu gehorchen, das Wahre zu erkennen, das Richtige zu tun, das Bedingte anzunehmen, bereit ist. Und in dieser Fähigkeit, sich daran zu geben, allem, woran sie sich gibt, den einmaligen Stempel des eigenen Wesens aufzudrücken. Was bedeutet aber dies, dass die Person sich nur in der Hingabe an Gemeinsames zu ihrer eigenen Gestalt vollendet? Erfahren wir nicht gerade den Gegensatz zwischen dem, was die Individualität des Einzelnen ist und sein möchte, und dem Gleichbleibenden und Gleichmachenden, das wir Tradition nennen, und das die eigene Gestalt des Einzelnen einzuebnen und in das Gemeinsame einzugliedern beansprucht? Macht nicht jeder Einzelne, jede Person die Erfahrung der Macht der Tradition? Sie ist das Namenlose, das man nicht durch den eigenen freien Einsatz seines Denkens mit Argumenten anreden oder umstimmen könnte. Die Tradition hat immer eine vorgängige Herrschaft schon angetreten und behält für jeden, der in ihr steht, etwas Ungreifbares. Daher gehört es, wie mir scheint, zu der Erfahrung der Reifung, durch die eine Person sich eigentlich erst bildet, dass sie in ihrem Emanzipationsdrang aus dem Zwang bestehender Traditionsmacht auszubrechen suchen muss. Ein jeder findet gleichsam sich selbst erst, wenn er sich des Widerstandes bewusst wird, auf den er stößt.
wenn er sich auf die eigene selbstbewusste Freiheit zurückzieht und seine eigenen Wertvorstellungen als Opposition gegen das bisherige und Überkommene entwickelt. So in diesem Drang zu sich selbst gelangt er zu der Befreiung von dem, was ihn als selbstverständlich beherrscht hat. Solcher Ausbruch aus der gleichmachenden Tradition ist freilich in der Gefahr, eine Illusion in sich zu nähren und die tatsächlichen Gemeinsamkeiten, die ein jeder im Ausbruch selber noch mitlebt, sich zu verdecken. Es gibt gerade im jugendlichen Menschen ein Ideal der Echtheit des eigenen Lebens, ein Widerstand gegen die Eingliederung in ein Funktionsganzes, das die eigene Person selber zur Funktion erstarren lassen möchte. In meiner eigenen Jugend war es die sogenannte Jugendbewegung, die sich diesen festgewordenen Formen bürgerlichen Lebens auf eine romantische Weise zu entziehen suchte. Heute finden wir ähnlich eine instinktive und tief wurzelnde Kritik am Establishment und der Funktionalisierung des Lebens in der modernen Gesellschaft. Gleichwohl liegt darin eine Illusion, die es zu erkennen gilt. Nicht nur, dass keiner je so einzelner ist, dass er allein wäre, wenn er gegen das Überkommene der Tradition steht. Jede Generation vollzieht vielmehr eine gemeinsame Sache, auch wenn sie jeder Einzelne nur meint, nämlich die Ablösung von dem Überkommenen und die Hinordnung auf das Kommende. Es ist ein Irrtum zu meinen, dass die Parole der Befreiung von der Tradition je eine absolute Freiheit meinen könnte. Als ob nicht jede Befreiung vielmehr, gerade weil sie im Widerstand gegen das bisherige entspringt, selber eine neue Stiftung von Tradition einleitete. Tradition nur vom Widerstand des Einzelnen her sehen, gegen die gleichmachende Kraft der Tradition, die das eigene unterdrückt, ist daher selber eine einseitige Perspektive. Die entscheidende Einsicht ist hier die Unwirklichkeit dieses Gegensatzes. Was wahr ist, ist die innere Zusammengehörigkeit beider, der Einmaligkeit der Person und der Gemeinsamkeit dessen, was sie trägt. Eine Tradition herrscht auch gar nicht durch die bloße Gedankenlosigkeit ihrer gleichbleibenden Beharrung, durch das bloße Wiederholen des Herkömmlichen. Gewiss gibt es das, diese Vis in Erzie, das dumpfe Festhalten am Gewohnten. Aber gerade das führt in jeder Generation und in Generationen, die das besonders stark erfahren, bis zu revolutionärer Zuspitzung, zu dem Gefühl der Entfremdung des Lebens, dass man sich nicht mehr zu Hause fühlt und damit zu einer Veränderungssucht, die man nicht mehr beherrschen kann.
In Wahrheit ist aber eine lebendige Tradition von aller Automatenhaftigkeit der Wiederkehr frei. Sie muss in ihrem Fortbestand erhalten werden, und sie wird erhalten, dadurch, dass jede Generation, das heißt jeder einzelne derer, die zusammen eine Generation bilden, in Widerspruch, Ablehnung und Neuerung sich dennoch mit Unzähligem zusammenschließt, es anerkennend und fortsetzend, dass er als Selbstverständlichkeit ansieht und überhaupt nicht in Frage stellt. Etwas, was er bejaht, als wahr und gut ansieht, ohne überhaupt das Bewusstsein zu haben, damit zu wählen. Tradition hat daher immer zugleich etwas von der Überhöhung des Einzelnen an sich, seiner Erhebung in ein Gemeinsames und Überpersönliches. Wer den ersten Zugang zu dem Phänomen der Tradition in der Erfahrung des Widerstandes findet, und das ist in Zeiten kritischer Erstarrung von Tradition das erstaunliche Phänomen, wenn er sich zum Widerstand gereizt fühlt, so bekundet er damit zugleich auch, in welchem Grade er von dem Überkommenen abhängt. Die Person in ihrer konkreten, inhaltlich bestimmten Fülle ist jeweils ein vielfältiges Ganzes von fraglos geltenden Überzeugungen und keineswegs nur die Nullpunktexistenz, die sich aus allen sozialen Bindungen und Überlieferungen herausreflektiert. Die Person wird daher immer durch die Tradition, in der sie steht, und durch die Tradition, die sie selber fortbestimmt, geprägt. Sie ist in ihrer konkreten Bestimmtheit zugleich die Repräsentanz gemeinsamer Wirklichkeit. So scheint an die Stelle eines ersten Aspektes, der die Widerständlichkeit des Einzelnen gegenüber der gleichmachenden Tradition in den Blick nahm, die Formung der Person, ihre Profilierung, nicht als die freie Entfaltung einer individuellen Anlage ins Grenzenlose hinein zu sein, sondern in einem Spielraum von Bildungsmöglichkeiten ihren Raum zu finden, und der ist durch das Überkommene vorbereitet. Der offene Zukunftshorizont, in den sich alles Gewesene und Bewahrte im revolutionären Willen einer Jugend hineinbewegt, ist ebenso sehr begrenzt durch das, was war, wie geöffnet für das, was sein kann. Alle Vorbildnahme, alle Zielsetzung, alle Willensrichtung auf etwas ist durch die von der Vergangenheit her sich öffnenden und für die Zukunft freigebenden Möglichkeiten bedingt. Daher die Unfruchtbarkeit eines abstrakten Konstruierens von Gesellschaft. Daher die Unwirklichkeit des Wahnes der Vernunft, von einem Nullpunkt aus anfangen zu können und nach einem Plane zu konstruieren, den einer ausdenkt. Daher auch die Wahnhaftigkeit,
die dem Originalgenie eigen ist, das meint, aus sich selber zu leben. Auf der anderen Seite ist es aber gerade auch ein Argument der Besitzenden, Herkommen zu verteidigen. Herkommen als solches ist daher kein Argument für Gültigkeit. Wir stehen hier vor der in allen Zeiten immer wieder problematischen Grundsituation des Erbens. Was wir ererbt von unseren Vätern haben, das ist offenbar nicht eine fraglose Bestimmung unserer eigenen Zukunft. Die Person, in der sich die Lebensmacht der Tradition immer aufs Neue zusammenfassen muss, Altes abstoßend, Neues formend, sie erst lässt Tradition leben. Ein Blick auf die großen Zeiten menschlicher Geschichte mag das illustrieren. Dort finden wir eine Dichte der Tradition mit einer Dichte der Folge großer Einzelner auf eine scheinbar paradoxe Weise verbunden. Wo eine große Dichte einer Tradition besteht, dort und gerade dort scheint auch eine dichte Folge von Einzelnen einander abzulösen und gerade durch dieses Ineinanderwirken bestehender Tradition und kühnen neuen Schaffens sind die Sternenstunden der Menschheit ausgezeichnet. Wir kennen manche solche Epochen. Ich erinnere etwa an Athen im Zeitalter des Perikles, an jene dichte Folge von großen Tragikern, die sich in ihrem Lebensalter so überschnitten, dass sie fast zeitgenössisch waren, und so einander zu überbieten und damit sich selber zu übertreffen lernten. Ich erinnere an die großen Philosophen ein wenig später, an Sokrates, Plato, Aristoteles und die Entstehung der großen hellenistischen Schulen des Epikur und der Stoa. Ich erinnere an das augusteische Rom und seine Dichte der Dichter, von denen Horaz, Vergil und Ovid allen bekannt sind. Ich erinnere an das Siglo d'Oro der spanischen Kultur, an Cervantes und Calderón und Lope de Vega, an das klassische Paris des Corneille, des Racine, des Molière und schließlich an die kleine geistige Republik, die Weimar und Jena in der Zeit Schillers und Goethes darstellte, oder an den strahlenden Glanz der Musikkultur der Wiener Klassik. In all diesen Fällen sehen wir, wie sich eine große Tradition gerade dadurch in ihrer Produktivität erweist, dass sie die großen Einzelnen möglich macht, die unvergleichbare und alles überragende Leistungen vollbringen. Nicht zufällig sind es Beispiele aus dem Leben der Kunst, mit denen ich exemplifiziere. Nicht, als ob nicht in anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens der Einzelne ebenso sichtbar würde und ebenso getragen wäre durch die Voraussetzung des Gemeinsamen. Aber was der Erfinder, der geniale Staatsmann oder Feldherr, der große Rechtskundige oder der große Redner sind, das geht
in dem Ganzen ihrer Wirkung stets im Namenlosen auf. Im Felde der Kunst dagegen bleibt das Werk mit seinem Schöpfer verbunden und trägt nicht nur seinen Namen. Nein, es ist es, das überhaupt seinen Namen macht. Alle diese Beispiele lehren aber das Gleiche, dass Traditionen nicht nur die Funktion des Gleichmachenden und des Reprimierenden, des Niederhaltens der freien Spontanität des Einzelnen bewirken, sondern dass sie ihre eigentliche Rechtfertigung darin tragen, dass sie die Maße der einzelnen Leistung und des einzelnen Seins einer Person zu steigern vermögen. Größe hängt am Ende davon ab, in welcher Höhe des Gemeinsamen die Entwicklung des Einzelnen anhebt. Wo die Dichte einer großen Tradition alle Strebenden trägt, dort wird der Einzelne das Höchste erreichen. Jeder Mann kennt den Zauber, den etwa die Wiener klassische Musik bis heute ausübt. Und wer einmal Gelegenheit findet, Meister zweiten oder dritten Grades aus dieser Epoche zu hören, der wird zwar die Bewunderung für den Reiz und die Qualität des hier Gebotenen nicht missen lassen, aber gerade dadurch die unvergleichliche Höhe der großen Klassiker der Wiener Musik erst recht würdigen, in denen der Zeitstil auf eine einzigartige Weise gesteigert und dadurch zur Aussage des Tiefsten ermächtigt worden ist, was menschlichem Geiste überhaupt offenbar wird. So dürfte es sein, dass sich die Größe der Leistung des Schaffens einer Person nicht nur von der durch den Zeitstil gemeinsamen geistigen Schicht von Bildung, Wissen, Sein und Können abhebt, sondern gerade auch dadurch ihre unvergleichlichen Möglichkeiten gewinnt, dass sie von all dem getragen ist.